Ah. Oh, es war gestern das Glühwürmchenfest. Mondsteinstrand. Oh, haben wir was verpasst? Nein, natürlich nicht, weil es abgesagt wurde. Schade, schade. Naja, was sagt das Wetter für morgen? Trocken. Toll, darf ich wieder gießen? Wir gehen erst mal speichern und gucken auf unseren Kontostand. Wir sind bei 8000! Okay, nice. Hallo Quiekel. Hallo Svenjo. So. Kupfergießkanne. Gut. Na 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 na. Na 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 na. Wir holen uns wieder die Hack raus. Ach ja. Ist das nicht wunderschön? So. Hammer? Gehen wir heute in die Mitte? Nö. Mine gehen wir erst im Winter. Und dann auch in die Eismine, wenn überhaupt. Aktuell lohnt sich es einfach noch nicht. So. Unser Baum ist gewachsen. Nice. Nice. Und wir haben noch. Gut. Beginnen wir mit dem Gießen. Da fällt mir ein Zungenbrecher ein. Mengen gießen ein, gießen ihre Blumen, gießen, gießen, gießen ein, gießen ihre Blumen. Mit Gießkannen. Nice, oder? Ja gut, der war schlecht. Ein Gießlein gießen ihre Blumen, gießen, gießen, gießen mit in Gießen ihre Blumen mit Gießkannen. Okay, komm, ich halt die Klappe. Ah, Gießkanne leer. Ups. Passiert. Kann ich mich noch so anstrengen, wenn die Gießkanne leer ist, kann nichts gegossen werden. Oh Mann. Oh Mann. Ich bin heute schon wieder so komisch drauf. Vielleicht ein bisschen kindlich geblieben? Aber hey, warum nicht? So, von unten nach oben. Von oben geht's nach gleich nach rechts einmal. Wenn er sich mal kurz gestreckt hat. Dann wieder nach links. Oh, jetzt kommt die Hitze wieder. Also das Gekrauschele im Bild, das sind die Hitzewellen. Das ist keine Bildstörung. Das war früher so. Aber das tut halt leider in den Augen ein bisschen brennen. Deswegen stört es mich ein bisschen. So, dann wollen wir mal. Boah, meine Augen. Zum Glück hört das ja in den Gebäuden auf. So, wie sieht's eigentlich hier aus? Ah, schon ein bisschen angenehmer. So, Umbau, Haus, Scheune. Nee. Neubau. Haus Level 2. Haben wir Haus Level 2?
Umbau. Haus Level 1. Ja. Haus Level 2. 3000. Und 40 Holz. Oh. Ja, nein. Mühle, auch interessant, aber wir brauchen Holz. Wir müssen ein bisschen Holz hacken. Aber erstmal kümmern wir uns um unsere Tiere. Und im Herbst werde ich garantiert weniger anpflanzen. Weil im Herbst möchte ich mich ein bisschen mehr Zeit fürs Harvesten und für... Ja. Fürs Harvesten und für ein bisschen Holzarbeit. So, gute Mayonnaise. Noch mehr gute Mayonnaise. So, Carsten, du bist so süß als Küken. Vector, Marvin sind schon wieder ungeduldig. Dann ist es halt so. Wenn ihr so ungeduldig seid, kann ich euch leider auch nicht helfen. Und wir können anfangen zu haken. Und mit ein bisschen Glück. Als ob nur eins gefehlt hätte. Ja klar. Note des Futters. Für 10 oder 20, für 20 Mal von Schneiden von Gras. Und ich muss aufpassen, sonst kippe ich gleich wieder um. Ja, ja. Gibt es Orangen aktuell? Langsam laufe. Langsam lauf. Langsam ist relativ. Antwort heißt nein. Gut, dann gucken wir mal, ob wir dem Delfin mal ein bisschen zuwinken können und sagen, hallo Delfin, wie geht's? Weil es dauert halt auch seine Zeit. Hola, amigo. So. Haben wir das auch schon mal erledigt? So, was steht hier dran? Ja, kein Apfel. Das ist mir schon bewusst. So. Für 6000 hieß es doch, dass wir wieder was verbessern könnten. Ja, 6000. 18.000 für Gold. Boah. Hab keine 18.000. Man merkt, dass da dann teurer wird, deutlich. Der Punkt ist, es ist günstiger, wenn man das dann über die Schmiede macht. 18.000 ist scheiß teuer. Und damit verdienen ja die Geld hier. Nö. Forget it. Nur leider habe ich vergessen, wie man die Schmiede freischaltet. Ärgerlich. Aber Tatsache. Ba-da-da-da-da-da-da. Ba-da-da-da-da-da-da.
So. Was gibt es denn vielleicht für den Herbst für neue Samen? Gibt es die jetzt schon? Nein, natürlich gibt es nur im Sommer. Kakao gäbe es. Okay. Okay, gut. Ist schon gut. Ciao. So, dann gucken wir mal weiter. Gucken können. Wir können hier mal nochmal gucken, ob wir noch was harvesten können. Mir fällt gerade wieder ein. Wir brauchen eigentlich Holz. Und Holz kriegen wir nur mit einer Axt. Und mit einer Axt müssen wir Holz hacken. Also Nutzholz. Also erste müssen wir hacken zu Nutzholz. Deswegen. Weg mit dem Teil und her damit. Und wir brauchen nochmal was zum Racen. So, gucken wir mal. Finden wir hier noch irgendwas zum Racen? So, gucken wir mal. Irgendwo noch Honig oder irgendwas ähnliches. Beeren, Honig, Kräuter. Selbst wenn die bitter sind, da ist doch was. Om nom 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 nom. Boah. Genauso bitter wie eiskalter Kaffee. Ja, eiskalter Kaffee ist schon wieder geil. Ist ja Eiskaffee dann. Aber bitterer, kalter Kaffee. Also laukalter Kaffee. Also ich denke mal, ihr versteht schon, was ich sagen möchte. So. Ja, ist zwar nichts zum Essen, aber können wir später verkaufen. Ich suche hier was zum Essen. Ja, es sieht ein bisschen schlecht aus. Cayenne wäre da drüben wieder, aber ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ich glaube, das bringt aber auch nicht viel. Wenn es überhaupt was bringt. Ich probier's mal. Ja, aber das ist scharf. Und bringt nicht wirklich viel. Oh, so viele Steine. Da ist noch eine Blume. Gut. Nochmal Cayenne. Boah, ich mag eigentlich scharf. Aber ich glaube, mein Charakter da drüben mag es leider nicht. Tut mir leid, aber du musst leider ein bisschen leiden. Nee, wir tun jetzt noch kein Baumfällen, wir tun, gucken, dass wir entsprechend Bäume bzw. Sachen klein hacken, die schon gefällt sind. Müssen ja nicht unbedingt immer neue Sachen fällen. So. Hier zum Beispiel. So. Ich glaube, das dauert ein bisschen länger. Gibt es noch irgendwo Honig? Oder ähnliches? Weil die Energie reicht nicht dafür aus. Um,
sieht nicht so aus. Aua. Ach Mist, da wäre ein kleinerer gewesen. Na gut. Dann laufen wir wieder zurück. Ah ja, okay, dann halt nicht. Den Ausstieg kriegen wir aber noch weg. Das verspreche ich euch. Und wir werden wieder sonst viel müde sein. Ist mir aber egal. Natürlich hätten wir auch das Holz kaufen können, aber ich will da kein Geld ausgeben. Na gut. Ach, komm. Ab ins Bett. Neues Küken. Wir haben ein neues Küken. Wir haben ein neues Küken. Wie nennen wir es? Wie nennen wir es? Ich weiß schon. F L O R I A N. So wie mein netter Mitbewohner Juflo Florian. Hat er hier wenigstens auch mal ein bisschen Einzug bekommen? Man merkt, aktuell bekommen meistens die halt einen Namen. So, wie viel haben wir? 8773 und 29 Noten. Jut. Na du? Na Svenjo, was schüttelst du schon wieder in den Kopf? So, was sagt morgen das Wetter? Trocken, wieder. Wow. 24. Feuerwerk. Muss ich mal gucken, ob da was dann später steht. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Pflanzen. Na komm. Komm her. Ach du Scheißteil. Weg damit. Und ihr auch. Weg. So. Einmal drei nach links. Nochmal nachtanke. Ein nach links. So, und hier noch zwei nach links. Ja, komm dann. Drei. Jut. Wie gesagt, in der nächsten Jahreszeit wird es sowieso anders sein. Drei nach unten. Drei nach oben.
Einen nach links. Und einer rechts. Umgekehrt. Drei nach rechts. Erstmal schön. Danke. Dann heißt es drei nach links. Ein nach oben. Und ein nach unten. So. Machen wir dann gerade noch eine Tomatensaft fertig, den wir diesmal nicht verkaufen, sondern dafür benutzen, um unsere Energie hoch zu pushen wieder. Aber noch nicht jetzt. So. Wir gehen erstmal fröhlich Holz hacken. Hä? Hä? Was denn da passiert? Hä? Bin ich jetzt voll in der Schucke? Okay. Tomatensaft ist abgehauen. Okay. Okay, dann hat das. Dann halt nicht. Wenn Tomatensaft keinen Bock hat, dann gibt's halt Beere. Dann gibt's halt Beeren. So, noch irgendwo hier freies Holz rumliegen. Nein? Na gut. Hier sind zu viele Bäume. Aua. Heieiei. Das hat gerade ein bisschen gekribbelt. Uiuiui. Na dann. Und ich sehe die Energie wieder schwinden. Schade. Na gut, chill. Mach dich langsam nach Hause. Ich finde es schade, dass die Tomate Saft einfach weg ist. Muss der denn eigentlich hin? Habe ich den Mixer gelassen? Wäre lustig, wenn. Nö. Im Kühlschrank? Ist er im Kühlschrank gelandet? Vielleicht hätte ich noch mal ein paar Tomaten hier sammeln sollen. Naja. Naja. Ich brauche noch irgendwas zum Essen. Das geht sonst nicht gut aus.
Hui. Das war aber Nisa. Gott sei Dank, da ist ein Kraut. Ich meine eigentlich das hier. Gott sei Dank habe ich noch genügend Kraft gehabt. Den Pilz sollte ich garantiert nicht essen. Ich esse aber noch Beeren. So, wir testen es gleich nochmal aus mit Beeren. Gibt doch bestimmt noch einen Beerensaft. Mal gucken, ob eins ausreicht. Eine Beere. Das gucken wir mal hier oben noch mal kurz. Nee, aber eine Blume ist hier oben. Jetzt kribbelt die ganze Zeit meine Nase. Mist. Ach. Mist. Haben wir noch Holz. Ja, chill. Ah. Ah. Och, Mann. Ich glaube, dieser Tag wird sowieso der letzte für diese Aufnahmesession. Weil ich muss mich auch allmählich mal vorbereiten für GTA Roleplay. Aber ich muss ja noch die Tiere versorgen. Hupsi! Das heißt, der Tag wird noch mal ein bisschen länger. Blaubeerensaft. Nice. Blaubeerensaft. Komm. Kann sein, dass ich den vielleicht getrunken habe. Aber dass er zu wenig bringt, denke ich eher weniger. Ach ja. Ja, nee, komm. Einen Tag machen wir noch. Wir wollen ja noch schließlich. Wir müssen noch gucken wegen unseren neuen Tieren. Ich habe noch nicht nach unseren neuen Küken geguckt. Nein! Schrecklich. Florian! Der ist ja prächtig. Und Carsten ist erwachsen geworden. Victor, sieht gut aus. Auch gut. Und wir tun direkt doch ein letztes. Ey! Lass mich durch! Nö. Yeah. Carsten hat das Futter gefunden. So. Und Marvin. Victor. Florian. Carsten, mach dich mal aus dem Weg. Ein bisschen Futter. Und das Ei natürlich. Bäm. Fröhliches Ausbrüten. Hector. Steh mir nicht im Weg. Katzenblume. Bäm. Ach ja.
gucken wir noch mal, ob wir noch ein bisschen Holz fällen können. Aber ich tue noch mal die wegpacken. Nee. Probieren wir es mit dir. So. Na, das sieht doch nicht so gut aus. Wir brauchen, glaube ich, eine bessere Axt. So, dann gehen wir mal ins Bett. Und bereiten uns für den letzten Tag vor. So, dann mal kurz nach dem Wetter gucken. Klarer Sonnenschein. Mist. Und gute Nacht.